In diesem Video geht es von Leer aus nach Bad Zwischenahn. Die Entfernung beträgt knapp 60 Kilometer und die Fahrt mit dem Auto dauert ungefähr 45 Minuten. Weitere Informationen sind auch in der Videobeschreibung zu finden. Auf dem Weg in das Ortszentrum kamen wir an der voll funktionsfähigen Rügenwalder Mühle vorbei. Das Wahrzeichen der berühmten Rügenwalder Mühle Produkte. Hier finden heute Veranstaltungen statt. Außerdem kann die Mühle auch besichtigt werden. Neben der Mühle befindet sich der Charlottenhof. Das ist das Gästehaus der Rügenwalder Mühle. Bad Zwischenahn ist nach der Einwohneranzahl die größte Gemeinde im Landkreis Ammerland in Niedersachsen und liegt westlich der Stadt Oldenburg. In der Ammerländer Parklandschaft gibt es 380 Kilometer Wander- und Radwege. Am Zwischenahner Meer sind private und auch öffentliche Badestellen angelegt. Der See wird auch als Perle des Ammerlandes bezeichnet. Am Anleger im Kurpark und in Drei Bergen können von April bis Oktober Tret-, Ruder- und Elektroboote ausgeliehen werden. Mit den Schiffen der Weißen Flotte werden Rundfahrten auf dem Zwischenahner Meer durchgeführt. Eine komplette Rundfahrt vom Anleger Bad Zwischenahn bis zurück an den Anleger Bad Zwischenahn dauert ca. 70 Minuten. Der weitläufige Kurpark bietet gut ausgebaute Wege, viele Sitzgelegenheiten und Gastronomie mit einem tollen Blick auf das Zwischenahner Meer. Unmittelbar am Kurpark befindet sich die St. Johanneskirche. Die Kirche ist mehr als 850 Jahre alt und damit eines der ältesten Gebäude des Oldenburger Landes. Die romanisch-gotische Kirche besitzt eine barocke Kanzel, eine klassizistische Orgel und einen prächtigen gotischen Flügelaltar. Die Emporen wurden ab 1662 eingebaut. Außerhalb der Kirche auf dem umgebenden Friedhof sind insbesondere vier barocke Grabstellen sehr beachtenswert. Nur wenige Meter hinter der Kirche beginnt bereits die Zwischenahner Einkaufsmeile.